Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Transport Fever, zur Abschlussfolge gemeinsam mit dem Anno. Ja, moin. Also geplanterweise die Abschlussfolge. Ihr kennt uns. An der Folgennummer könnt ihr jetzt vielleicht erraten, ob das schon die letzte ist, oder nee, Folgentitel besser gesagt. Nur sowas wie Ende, Finale, Schluss. 1 von 10. Finale 1 von 10. Ja, wie die Timelines folgen den besten Zeiten. Besten Zeiten. Die, also erwart, also wenn dann so in 6 Stunden dann nur noch ich so. Machen wir so auch hier ein Bug-Video, okay. Das guckt garantiert der Entwickler. Also die hier vielleicht eher noch als die von Timelines, aber. Stimmt, übrigens zu Transport Fever 2, weil ich es angerissen habe, dieses Event, was es da gab. Dieses, wo wir nicht eingeladen waren. Da haben sie auch über die Features vom zweiten Teil geredet und es soll keinen Multiplayer geben. Keinen Multiplayer? Nee. Okay, finde ich schade. Geld, ich möchte mein Geld zurück, was es noch nicht ausgegeben hat. Ich will das Geld, was ihr noch nicht habt und ich euch nicht gegeben habt, zurück. Wait, what? Sagen wir es so, ich finde es zum einen schade, zum anderen hätte ich es aber auch schwierig in der Umsetzung vielleicht gefunden, weil dann das Gekloppe vielleicht um Städte größer wird, keine Ahnung. So wie bei Anno, mit 4 Leuten im Multiplayer und aber die Winsel wollte ich haben! Nee, ich meine eher sowas wie, dass man halt gemeinsam einen Ding steuert, wie bei Anno. Koop-Modus. Ja, Koop-Modus. Der wäre wirklich interessant gewesen, ja. Also wie gesagt, schade, ja, Koop-Modus wäre auch spannend gewesen, wäre auch interessant gewesen, auch fürs Let's Play und so weiter. Mal gucken, vielleicht gibt es ja ein DLC oder so, wo sie es mit einbauen. Klang jetzt nicht so danach. Und ich weiß nicht, ob er sowas in den DLC einbaut, weil Tom da gemeint hat, da muss man dann alles neu designen und das ist zu viel Zeitaufwand. Ich weiß nicht, ob sie es in den DLC nachliefern. Na, irgendein Anno war es nicht sogar 17.01 oder so, hat er auch erst mit 14.04 mit Venedig. Oder 14.04 hat er auch mit Venedig erst den Multiplayer bekommen. Ja. Nur ist das halt doch ein bisschen größer als Transport Fever. Mit mehr Leuten. Ubisoft? Gut, der Geldgeber dahinter ist vielleicht größer, aber ich sag mal, die Community von Zugfans auf dieser Welt ist, glaube ich, auch nicht gerade klein. Ich meine, guck dir diese Modliste an, das sind jetzt garantiert nicht nur 4 Leute, die das da gemoddet haben. Ja, aber da geht dann doch der Geldgeber vor, glaube ich. Oder scheinbar. Ich meine, sie haben gesagt, vielleicht, es wird durch das letzte Spielchen sein, also ich nehme mal an, sie brauchen auch so einen Aufhänger für den dritten Teil, wo sie dann jetzt sagen, jetzt mit Multiplayer. Und beim zweiten werden sie einfach, so wie Tom halt gemeint hat, so die Fehler ausmerzen und so ein bisschen neue, alles halt ein bisschen terraformen und so weiter, ein paar neue Features. Also, ich muss ja sagen, also die neuen Features, die sie drin haben, mit diesem Terraforming-Tool, mit dieser extrem geilen Engine und diesem ja schon fast Städte-Bausimulator gleichen Verkehrsführung, die man da planen kann, haben die ja schon sehr viele Optimierungen hier reingebracht. Was ich schon mal verlautbaren kann, also verlautbaren, ich weiß nichts von Tom, aber Hört her, der Hero hat verkündet. Ich weiß schon, welcher DLC kommt. Also machen die es auch wie bei Anno gleich am Tag 1? So, hier ist das Spiel. Apropos, jetzt gibt es ein DLC zum Kaufen. Ey, ich habe halt ein Interview mit Tom gehört und da hat einer gefragt, wie sieht es denn mit dem Wettersystem aus? Und da meinte der Tom so, na, es ist noch nicht fertig und naja, wir wollen es noch testen und so. Und wahrscheinlich schaffen wir es nicht zum Release. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das in dem DLC kommt. Aber ich glaube, das ist ein vermutlich kleinerer Aufwand, als jetzt einen Multiplayer zu machen oder einen Koop-Modus. Also sagen wir mal so, wenn das Wetter nur das Simulieren ist, ohne dass es Einfluss auf das Spiel hat, ja. Also sowas wie zum Beispiel Regen einfach nur vor dem Bildschirm. Wie in Cities oder jetzt, so. Genau, aber das ist jetzt nicht zu sowas wie Naturkatastrophen kommt, zum Beispiel überschwemmte Straßen oder Blitzeinschläge, die dann Feuer auslösen und Wirbelstürme und was irgendwie was möglich Tornado! In einem
ja, in einer so einer Simulation. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in den letzten Jahren auch jetzt bei dem Anno 1800 so ein bisschen das Gefühl, dass DLCs der Content sind, der eigentlich nur ursprünglich für das Spiel bestimmt war. Und dann rausgenommen wurden. Aber gegen Ende rausgenommen wurden, nach dem Motto, wir schieben den Release eher raus und können für den Teil, für den wir noch nicht fertig geworden sind, noch mehr extra Geld verlangen. Ja, ja, das wirkt oft so. Das ist nicht beleidigend gegen Transport Über 2 sein. Das, wie gesagt, bei Anno 1800 hatte ich die Kritik schon ein bisschen früher gehabt. Und wir wissen sie auch noch gar nicht, also es ist nichts bestätigt. Aber auf die Frage hinweg halt, denke ich mal, sie werden es einbauen. Ja. Kann man gut vorstellen. Also zumindest glaube ich nicht, dass der Release ist für November, glaube ich, ne? Irgendwann 2019 noch. Hab's naja, also noch nicht festgelegt. Also ja, ich bin November, ich habe mal irgendwann November gelesen, das wären jetzt nur 3-4 Monate. Jetzt noch einen etwas größeren zu schrauben, weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur bei zum Beispiel den Anno 1800 Closed Beta und was ist da, Technical Beta Tests, da war das gegen Ende, war ja eigentlich das Spiel war fertig und es ging nur noch ums Balancing, nicht um irgendwas Spielereingreifendes mehr. So, wir bauen jetzt nochmal neue Schiffe und neue Gebäude und neue Produktionsketten, das war ja schon alles fertig. Mhm. Also nehme ich mal an, sind sie jetzt auch eher bei dem Spiel mit dem ganzen Grundgerüst fertig und jetzt geht es ums Balancing, Feinschliffarbeiten und sowas. Vielleicht haben sie DLC sogar schon drinnen und so wie du gesagt hast, sie nehmen es halt dann wieder raus für die finale Version. Kennt man ja auch oft, dass man schon mehr runter... Du kennst es ja beim Runterladen dann teilweise, wenn dann DLC kommt, dass man gar keine Megadaten mehr runterladet, weil das alles schon auf der Platte ist, weil es alles eigentlich schon in den Spieldaten ist, nur nicht freigeschalten. Gab es da nicht auch schon mal vor ein paar Jahren so einen AAA-Titel, der sich damit richtig blamiert hat? Bestimmt, ich weiß nicht welcher. Wo der komplette DLC wirklich schon komplett mit dem Spiel war. Man musste ihn nur freischalten. Ja. Und es gab sogar Notizen im Ordner. Hey ho, also jetzt auf Deutsch übersetzt, dass sie muss nochmal irgendwie, dass die Leute sollen das nicht sehen oder nicht, dass sich das hier einer irgendwie illegal freischalten kann. Das hier ist der DLC-Content. So genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber irgendwas war da, ja. Und mir fällt das öfter auf, wenn ich da DLCs kaufe, dass da halt kaum Inhalt drinnen ist. Ja. Also mal gucken, wie es wird bei Transport Fever 2. Um mein aktuelles 1800-Ding aufzugreifen, das ist das Anarchisten-DLC auf dem nächsten Spiel. Außer, dass du jetzt einen anderen Gegner-KI hast, der ein paar andere Photonen drin hast und du genau 2 verschiedene Ornamentgebäude noch bauen kannst. Boah. Also Verzierungsgebäude. Und du ein paar Einstellungen mehr in der Zeitung hast. Der Rest ist marginal. Es gab neue Quest-Aufgaben, also diese Nebendinger, hol ab, bring hin oder finde ich dir das und das Schiff. Das gab es bei 14.04 auch, nur damals waren es noch über 100 und du hast ein ganzes Addon viel, viel mehr bekommen. Wobei da bist du auch, also das ist ein Problem für Vorbesteller auch hauptsächlich und da bist du halt auch zum Teil mit Schuld daran. Was? Ich schuld? Das halte ich für eine Lüge. Weil das machen jetzt viele Spieler, dass sie sagen, hier, na, wie wär's mit so einem Season Pass und du kriegst die ersten DLCs gratis, aber du weißt noch nicht, was es sein wird. So, vertrau uns, es wird sicher ein toller Content, den du immer schon haben wolltest. Gib uns dein Geld und du kannst früh genug loslegen und als Erster loslegen und den DLCs haben, brauchst du nicht mehr extra kaufen. Aber nachher ist, sie hauen halt dann irgendeinen Rotz-DLC vielleicht raus. Ja, weiß man halt vorher. Mhm. Ich, also bei Spielen, wo ich eigentlich immer ein halbwegs gutes Gefühl habe, bestelle ich halt vor. Ja. Bei Anno hatte ich eigentlich immer ein gutes Gefühl, bis auf die 2 vorletzten Teile da. Egal, komm, wir sind schon wieder völlig am Quatschen. Die Folge ist schon wieder halb rum und wir haben nichts gemacht von dem, was wir eigentlich machen wollten. Mein Gott, sind wir Quassel, Hannes, ey. Okay, hier Louis Will, hier Winterfell. Himmelsakrement. Okay, drehen wir die Zeit zurück. Überlegen wir uns, wo haben wir angefangen? Ja, servus, hallo.
10 Jahre davor. Nicht zu weit, nicht zu weit. Gaga, Guga. Nice. Louisville war mal unsere erste Stadt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was unsere erste Straße war. Die wir gebaut haben? Ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, du warst damals schon verrückt und wolltest unbedingt hinterm Bahnhof bauen. Da gab es dann eine Brücke, die dann irgendwie da oben noch rumführte auch. Also es gab verschiedene Brücken. Am Ende wurde es jetzt ein Tunnel. Und hier also eine Brücke. Und unten eine Brücke, genau. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das sind die Kleinigkeiten im Leben. Ja, kürzlich wieder umgebaut. Ich wüsste es jetzt auch nicht mehr, was die erste Straße ist, die wir gebaut haben. Also ich weiß ja nicht, ob wir am Anfang, ich glaube am Anfang haben wir aufs Geld geachtet und möglichst versucht, effiziente Straßen zu finden und maximal irgendwo noch eine Abkürzung von der Sackgasse irgendwo wegzubringen. Ich glaube, dass der Bahnhof schon alt ist. Der ist alt, ich glaube, den haben wir nie versetzt. Ich glaube auch nicht. Krass. Gott, ey. Paul Kaffee. Steht jo. Leider. Ah, doch, da steht sogar das Baujahr, okay. Cool. 2054? Ja. Das kann jetzt nicht sein, das wäre ja letztes Mal gewesen dann. Alle neu sind hier? Ach, die Gebäude am Bahnhof, ich dachte, ja. der Bahnhof selbst. Steht das da auch? Nö. Ich vermute nicht, ne? Aber sagen wir es mal so: Das Baudesign ist noch das im Mittelalter, also irgendwo zwischen Industrialisierung und Neuzeit ist das Bahnhof, wie heißt das, Bahnhofshauptgebäude-Design. Backstein. Genau. Noch nicht Hightech. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir den, glaube ich, nie versetzt haben, weil die haben immer nur die Anschlüsse abgeändert. Ja. Oh ja. Aber ich glaube, der Bahnhof ist gleich geblieben. Ja, das war Louisville. Jo. Von Louisville war unser erstes Ziel zu ihrer großen Welteroberung und Expansion Winterfell. Wir fahren mit dem Zug. Was übrigens damals ganz anders lief. Ja, ganz komisch S-förmig außenrum. Darauf lief. Und dann daher geführt hat. Zu unserem Hauptbahnhof. Der ist geblieben, den haben wir auch nie versetzt. Ja. Das Einzige, was versetzt wurde, ist der Berg. Der Berg, ich wollte es auch gerade sagen. Der berühmte Berg. Der Berg von Winterfell. Wir suchen noch immer den Hund, aber den Berg haben wir auf jeden Fall schon mal. Da kann die Cersei auch nicht weit sein. Such mal nach irgendwas Verschüttetem. ja, der Berg war mal viel größer. Und der ist echt schon schön abgetragen worden. Ja. Die Bevölkerung hat's gut gemacht. Die haben sich gedacht, wenn wir den Berg abtragen, können wir damit Alter. Quasi den Sand exportieren und werden dadurch reich. Perfider Plan. Und ja, der Bahnhof ist auch schon uralt. Die Brücke gibt schon ewig. Eine tolle Brücke. Die ist sogar so alt, dass die noch aus Holz ist und die unteren Geschwindigkeiten nur anbietet, aber... Aber sie sieht einfach so geil aus, finde ich. Der Vorteil ist, bei dem Gefälle, die von oben kommenden haben sehr viel Grip im Holz, dass sie nicht einfach runterrutschen. Jetzt heißt es bremsen! Klatschen! Also meintest du, wenn beim letzten Mal, es gefällt dir auch schon besser mittlerweile. Die Brücke. Ja. Man hat sich dran gewöhnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, er gewöhnt sich an alles. Alter, was? Nur Zeit. Wie schütten die denn da schon wieder auf? Was schütten die auf? Hier. War das nicht immer? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Geht's denn weg? Ja. Naja. Der ist da. Okay. So semi geht's weg.
sieht aus wie so ein Sandsturm, der ist nur so reingepustet. Also. Jetzt mit Umweltkatastrophen. Ja, ja, das mit der Berg sieht immer noch super hässlich aus. Aber das, ja, das haben wir nicht so bedacht. Dann hatten wir auch nicht das Geld dafür, das noch zu korrigieren, und dann haben wir es irgendwann so gelassen. Mhm. Da müssten wir echt viel abreißen und korrigieren. Na. Lol, da gibt es jetzt eine Verbindung von der Brücke nach rechts rüber in dieses Gebiet. Darüber? Ja, das war vorher doch nur der Tunnel. Da war der Tunnel, ja. Stimmt. Ja, aber der Tunnel hat unten jetzt auch eine Verbindungsstraße, das ist neu. Da haben die auch schon wieder Berg weggetragen. Alter. Siehst du das wieder, wie sie wegtragen, ey, das gibt's ja nicht. Die Winterfell-Leute. Scheiß drauf, in der City zu leben, Hauptsache jeden Berg wegmachen. Ja, der Traum eines jeden Winterfellers ist es, einmal ein Stück vom Berg abzutragen. Das ist recht neu, wird auch ganz gut genutzt. Jo. Das haben wir aber in der letzten Aufnahme sehr schön gemacht, irgendwie hier den ÖPNV korrigiert, den zweiten Bahnhof unten noch dran gesetzt. Tada. Genau, nur für eine schnellere Verbindung nach Louisville. Das ist jetzt doch noch die neuen Züge. Dreimal umgezogen. Oh ja, stimmt. Da, dann nach links, dann wieder nach rechts. Ja, stimmt. Ja. Mal hier gewesen zwischendrinnen, wieder da. Mhm. Seitdem wieder auch wieder gut genutzt. Most ganz okay. Ja, von Winterfell ging es dann nach links nach Huntington. Links. Huntington Beach? Ja, hat sie auch. Ja, ich weiß nicht, es wirkt wie so ein Klecks, der einfach nur ausläuft. Wo? Es ist alles. Wo meinst du? Die Stadt an sich, Huntington an sich. Ja, weil es alles so dünn besiedelt ist, die, ich sag mal, Außenringlinie, die 50 Jahre keinen Gewinn gemacht hat, weil da so wenig Leute wohnen und tun und machen, dass das einfach nie Gewinn gebracht hat. Die man dann umgebaut haben und die dann immer noch genauso scheiße ist, glaube ich. Ja, jetzt haben wir irgendwie keinen. Also das Stadtzentrum ist momentan das leerste, glaube ich, ne? Sondern meistens dann drinne. Mhm. Da wo der Name falsch. Was echt seltsam ist. Da haben wir so viel weggerissen beim letzten Mal, glaube ich. Aber dass sich da so gar nichts hinbaut. Und mitten in die City rein. Ist halt nichts los, ne? Ja. Müssen mal gucken, ist da grün oder blau oder was ist da? Alles. Grün. Grün. Ja, grün, gelb. Kleines blaues und viel gelb. Wobei das Gelb geht so weit unten ist, das Gelb, dass es wahrscheinlich irgendwann abgerissen wird. Ja. Da ist schon Leuchtgelb schon kaum noch was übrig. Das ist eher so ein. Ja. Das ist echt komisch, oder? Gammelocker oder sowas. Gammelocker. Dass sich das Gelb hier so entwickelt. Also halt entlang der Stationen. Hauptsächlich. Aber da so gar nichts. Während das blaue Gebiet sich komplett zum Bahnhof zurückgezogen hat. Ich weiß noch, ganz am Anfang war irgendwie im Stadtzentrum das blaue, ne? Boah, ich kann es nicht mehr sagen. Weil der Bahnhof stand ja früher ganz anders. Das ist ja der zweite. Also da hier haben wir mal rund erneuert irgendwann mal vor ein paar X-Folgen. Und. Aber ich muss sagen, Respekt, dass sie sich so gut absprechen. Dass man wirklich sagen kann, die trennen das wirklich in drei Gebiete und das bleibt so. Bis auf dieses eine Gebäude da, aber ansonsten. Wow. Ich glaube, das gibt es in keiner anderen Stadt so. Das ist auch keine andere. Also bei mir ist das ein einziger Flickenteppich in meinen Städten. Ja, ich glaube, das ist bei da, wo wir jetzt gerade waren, bei Winterfell zum Beispiel. Ja. Sieht überhaupt lustig aus. Sieht aus wie so ein Pluszeichen und auf allen Seiten ist hier grün, hier grün, hier grün. Und da ist halt gelb statt grün. Lol, dreh mal nach links die Kamera. So wie du willst. Das sieht aus wie ein Adler, finde ich. Ja, stimmt, ein bisschen. Mit den Flügeln oder so, da. Oder irgendwie so ein Vogel auf jeden Fall. Der so eine blaue Weste dann einfach trägt. So ein Falter oder irgendwas. Ja, lol. Ja, wobei eigentlich ist es hier eigentlich, also das Blaue und das Gelbe ist zusammenhängt und das Grüne hat sich dann irgendwie so ein bisschen abgesplittet davon. Ja, vom Grünen gibt es immer mal wieder
Auf allen Seiten was? Ja. Und da beim Berg, ja, da. Was auch immer da dann ist. So eine Mischkultur da oben. Die haben ihren eigenen Kopf. Ja. Und Huntington Louisville hatten wir dann anschließend war... mit Louisville verbunden. Ja, das geht eigentlich. Also, naja. Ja, da gibt's mehr Blaugebäude immer mal wieder. Also so sieht's dann eher bei meinen Städten aus. Hier mal ein Fleckenblau, da mal ein Fleckenblau, hier mal ein Fleckenblau, da mal gelb, da mal gelb, da mal gelb und das Ganze wird vom grünen Kit zusammengehalten oder so. Aber hier ist echt krass. Vor allem wie exakt an den Straßen, gerade unten bei dem gelben. Stimmt. Eine Straßenseite grün, andere Straßenseite gelb. Wahrscheinlich wissen die doch nicht so recht, was sie da jetzt herbauen sollen. Eigentlich würde das Landschaftsbild jetzt eine Wohnung passen. Die sind alle völlig verwirrt. Das geht doch so nicht. Okay, das war Huntington. Genau. Also nachdem wir, ich glaube, die Reihenfolge war Louisville Winterfell Huntington und von Huntington war dann der Weg zurück nach Louisville schnell gegeben. Mhm. Nur ein bisschen anders vom Verlauf her. Man sieht da sogar teilweise noch die alte unten. Ja. Durch den Wald, wo früher durch den Wald, also da könnte man sehen, wie weit südlicher der Bahnhof alles früher war. Wie die Schienen dann früher gegangen sind, ne? Das ging hier wirklich so im Triumvirat, so ein Dreieck. Ja. Hatte ich immer so an diese eine komische Autobahn aus USA, die aussieht wie so ein halbes Kleeblatt oder sowas. Bisschen was sieht man eh noch. Ja. Von den Resten. Wie so ein Slip oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh lala. Oh lala. So die sexy road.